What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell. Jan in der Gruppe, zweitlangsamste, wir nehmen das gleich mal auf, das wird sehr lustig, ich nehme auch Rücksicht. Rücksicht? Nein, wir fahren gleich mal ein bisschen raus und gucken mal, wie unsere Gabel jetzt funktioniert. Wir haben neue Feder da drin, die Feder werden wir jetzt ausprobieren. Schon mal gucken, wie es so anfühlt, weil heute soll noch ein Tag trocken sein, morgen soll es regnen. Wir wissen nicht, ob wir morgen im Trockenen fahren können, also heute noch einen Turn ausprobieren. Ja, und dann schauen wir mal, wie es gleich so klappt und funktioniert. Und wir sind guter Dinge, dass das jetzt endlich mal was wird. Und wenn nicht, dann arbeiten wir halt noch ein bisschen. Ne? Morgen, übermorgen, nächste Wochenende, danach das Wochenende. Wir kriegen das schon hin. Könnt ihr euch ja gleich angucken. Bis gleich.
ja? Deutsch, okay. Deine Maschine macht zu viel Lärm. Okay. Ja, du musst dich oben werden. Ja. Hallo. Ja, ihr seht das gerade, wir sitzen hier gerade vor unserem kleinen Problem, was wir heute hatten. Wie ihr gesehen habt, wir sind dann rausgefahren, nachdem wir dann noch 5 Minuten warten mussten, weil irgendein Teilnehmer, der ein gewisses deutsches Fabrikat fährt, einen Motorplatzer hatte und dann sein ganzes Öl und wohl auch die Innereien über die Strecke verteilte. Startziel. Ganz runter, bis ganz hinten hin, alles eingecremt, was der Motor her hat. Da war nichts mehr drin. Ne, ist auch egal. Auf jeden Fall mussten wir ein bisschen warten, bis das wieder beseitigt war. Dann konnte ich endlich rausfahren, hab da mal richtig Kapelle gegeben, ganze 3 Runden und dann haben sie mir gesagt, du bist zu laut, kannst gleich reinkommen, einmal unterschreiben, Feierabend für heute. Also sind wir heute 3 Runden gefahren, war auch nicht schlimm. Und jetzt bauen wir hier diese kleine... Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Auspuffanlage. Damit wir auch morgen und übermorgen schön fahren können. Der Wetterbericht sieht nicht so gut aus. Soll regnen. Aber es ist auch egal, weil wir müssen noch ein Regensetup rausfahren. Wir müssen ja auch im Regen schnell sein. Das probieren wir jetzt. Und jetzt sind wir gerade am Basteln, dass wir da irgendwie diese Auspuffanlage dran kriegen. Was im Moment noch nicht so ganz klappt. Du denkst, dass die Hülsen dazwischen müssen. Hm. Deswegen schraube ich es gerade wieder ab. Ach, so. Natürlich habe ich das dann gesagt. Ja, und natürlich haben wir ja die Hülsen, die dazwischen müssen, zu Hause vergessen. Aber das ist nicht schlimm, weil wir haben hier so Erste-Hilfe-Kisten. Sind total geil. So, da haben wir mal 2 Stück. Einmal. Zweimal. So. Und haben ein neues Hobby. Wir sammeln immer Sachen ein, die wir finden auf der Strecke. Sowas, das nicht, sowas hier, das liegt alles so auf der Rennstrecke rum. Ob man das jetzt nochmal braucht oder nicht, ist egal, was man hat, hat man. So Krimskrams. Und guck mal, wenn du so eine Hülse findest, die sieht zwar jetzt nicht so schön aus, aber ich glaube, die passt hundertprozentig da drauf. Guck mal, eine hätten wir schon. So, und dann gleich gucken wir nochmal, ob wir vielleicht noch was Schöneres finden. Dass wir das ein bisschen finigral machen, das verstecken wir nachher so ein bisschen und dann schrauben wir das dann mal dran. Also falls hier jemand von euch bei sein sollte, der sein Teil hier wieder drin findet, ne, ich schicke euch das wohl zu. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn dann einer ankommt und sagt, du, das funktioniert nicht, hast du noch so ein Ding? Warte mal, irgendwo in so einer geraden Kiste habe ich das. Ist das, was man hat, braucht man nicht. Und alles, was man nicht mit hat, das braucht man auf jeden Fall. Wahrscheinlich habe ich jetzt eine Hülse da. Hier sind ja auch noch welche. Da könnte man eine Scheibe drunter legen. Gucken, ob das da drunter passt. Ja, könnte gehen. Was mit denen? Ja, die sehen schon mal gut aus. Die beiden könnten da schon mal drauf passen. Sieht auch gar nicht scheiße aus, würde ich sagen. Was haben wir hier denn noch gefunden? Uiuiui. Der ist aber zu schade, den da hier einfach so in der Grabbelkiste rumzuliegen. Wo kommt denn der her? Was hast du denn da? Das ist ein Luftsensor von einer R6, der vorne im Luftkanal angeschraubt wird. Und das Ding kostet richtig Kohle. Das liegt ja einfach so in der Grabbelkiste hier rum. Wer hat den denn da reingeschmissen? Und ich suche den. Oh. Wir packen heute ab wieder in die Grabbelkiste rein, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo er ist. Alter, ich werd verrückt wie gemein. Oh, wirklich. Also bricht jetzt ab. Warte. Oh. Ich bin schon am Anziehen. Ja, toll. Ja, wenn ich mit meinem fetten Hintern da draußen sitze und dann reißen nachher alles Geile, der arme Lackierer, der ist wieder von der arme Lackierer. Ja, soll wohl gehen. Wir müssen das auch wieder loskriegen, denk dran. Ja, ich mach nur das sind Edelstahl. Ja, ich mach wieder die mit 2 Fingern. Die sich in einem Aluminiumrahmen befinden. Weißt du, was mit diesem Rahmen passiert? Das ist so fest. Ich mach nur mit 2 Fingern. Ja, mit 2 Fingern. Vielleicht ist die Schraube wieder rund. Dann dreht sich die ganze Motorrad auf der Stelle. Ich habe das genau gesehen, wie du das rund gemacht hast. Hier, fühl mal. Ja, bing, bing, bing. Ist fest. Toto. Toto. Ne? Das machen wir mal anders. Das ist ja Tinef.
Einfach richtig rum. Das Rohr muss da dran. Ja, ja. Oh Mann. Hier Stress, hier ist richtig Stress. Ja, wir haben richtig Stress heute. Wir haben noch ganze 12 Stunden, bis wir wieder raus müssen. Also das wird eng. Der baut so Scheiß. Da hängt er halt schon wieder, das Gebammel da. Jetzt hängt der Ausbaudächer. Alter, wie! Scheiße. Ich dreh den noch etwas ein. Genau. Dann sag das doch einfach. So. Oh, wie schön der aussieht. Yeah. Sonst können wir doch da hinten so ein Stück Schwarzpulver beschichten hier. Das ist nur ein Stück Silber. Wir können ja auch noch so eine Silhouette von dem Reifen da drauf erbraschen. Ja. Das sieht das so aus, als ob der da. Kann Carsten nicht so einen hitzeresistenten Aufkleber machen? Ja, genau. Machen wir hier so einen Reifen und so ein Stück vom Himmel, ja, von hinten noch und von der Leitplanke, die da hinten noch so ist und so. Und hier vorne machen wir dieses Kürzel so wie den. Dass das genau so ein Bild ist von dem Auspuff. Ja, das sollen wir wohl gehen. Man meint, wie geil das aussieht. Ja. Alter, du läufst auch nicht ganz rund. Das ist aber nicht viel Mikro, Alter. Mikro. Genau. Ja, wenn das hier ein bisschen ruckelt, ne, müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen. Dieses Kabel von dieser Kamera, weil wir ja nur Hightech-Kram kaufen, ne, und das nicht selber gemacht haben, hat das natürlich einen Wackelkontakt. Und deshalb stürzt das ab und zu mal ab. Also wenn das gleich so ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen ist, das heißt, wir fangen hier mit dem Auspuff an und haben sofort den Motor auseinandergebaut, dann ist da irgendwas verkehrt gegangen. Wir, die weltbesten Schrauber der Erde, haben uns gedacht, die sind ganz schlau und besorgen uns diese Gabel noch einmal für dieses Motorrad. Dann haben wir gedacht, okay, Jörg hat dieses Motorrad ja an der 1 nochmal zu Hause stehen. Ich kriege Jörg seine Gabel, bestellen noch ein neues Cartridge, wir bauen das Cartridge und die Gabel in das Motorrad. Und diese Gabel, die mir ja viel zu weich war, die bauen wir dann aus und bauen die in Jörg sein Straßenmotorrad ein. So war der Plan. Gut, jetzt haben wir uns heute überlegt, oder dieses Wochenende, wir machen dieses Fahrwerk, stellen wir noch so grob ein, damit das Jörg auf der Straße auch schön fahren kann, damit wir da kein Problem mit haben. Und wie wir halt so sind, wussten wir ja, dass das Fahrwerk zu weich ist. Aber glaubt ihr denn, irgendeiner von uns beiden ist auf die Idee gekommen, einfach mal an dieser Druckezustufe mal zu drehen? Nö. Fahrwerk ist zu weich, das ist voll scheiße. Ja, bauen wir aus. Bringen wir gleich zum Revidieren, da ist wahrscheinlich auch kein Druck mehr drauf. Keine Ahnung, ist ja ein Gasdruck-Cartridge, vielleicht ist da auch gar kein Gasdruck mehr drin. Keine Ahnung, irgendwas geht kaputt. Ja, bis wir dann auf die Idee gekommen sind. Oh, oh, drehst du hier mal dran. Da ist ja genau das gleiche drin. Ne? Und ja, original sind die, ich glaube, 21 Klicks offen. Ja, Druckstufe hatte 18 und Zugstufe hatte 16. Also überhaupt keine Wirkung. Ja, dann haben wir das einfach mal zugedreht. Und siehe da, das dämpft. Gut, wir können uns das Revidieren sparen, aber es ist peinlich. Jetzt hält es kein weiter. Asche auf unsere Häupter. Ich schneide das auch raus aus dem Video. Keine Sorge. Ja, ja. Das kommt definitiv nicht ins fertige Video. Wir vertrauen dir. Ja. Wir haben so viel Vertrauen zu Jan. Ne? Ansonsten der hat eine Scheiße. Lass das mal. Das erklären wir jetzt bitte nicht. Das ist jetzt so ein Insider-Witz, den kann ich nicht erklären. Genau. Außer ihr schaltet nach 22 Uhr noch ein und unterschreibt bei 18 Uhr. Das, was du noch nicht bist, sag es doch. Ja. Du darfst das doch gar nicht hören. Jetzt hör weg. Nicht den Fehler zweimal machen hier. Wir brauchen ja noch die Dinger da dran. Die sollte man natürlich da dran machen. Die Dinger, diese Federn. Bevor man natürlich den Auspuff festschraubt. Das kann ja mal sein, dass er noch so ein bisschen sich verkantet hat. Und wenn man das dann festschraubt, dann sind die Dinger zu viel unter Spannung. Jetzt muss ich einfach noch ein bisschen wackeln. So. Jetzt fluppt das auch alles. Und jetzt kann man das zu Ende festziehen. Ach ja. Heute hatten wir 104,3 Dezibel. Mhm. Mit diesem Auspuff. Mit dem anderen Auspuff mit der Akrapovic hatten wir 108,0. Auch mit dB-Killer, war auch nicht viel besser. Und der hier soll etwas unter 100 haben.
sind wir morgen mal gespannt, was da passiert. So, das wäre fest. Und dann geht's das Fahrwerk bei. Bis gleich. Das könnt ihr euch übrigens auch mal. Also wir haben uns einfach mal hier so einen Zettel gemacht. Was für Proben. Strecke, Assen, wann wir hier sind, was wir für Reifen fahren, was für Luftdruck und so, was wir für Übersetzung fahren, machen wir auch noch mal zu. Dann kann man hier natürlich eine Rundenzeit eintragen, wenn man denn welche gefahren hat. Und dann guckt man halt hier überall Gabel, Zug, Druckstufe, Federvorspannung, Überstand. Das heißt, wie weit die Gabel hier drüber steht oder gar nichts. Da haben wir jetzt mal nichts, das habe ich aber ja mit Strichen gemacht. Und jetzt tragen wir überall ein Highspeed, Lowspeed, Druckstufe, Zugstufe. Was ist halt alles zum Aufschreiben? Das schreibt man sich einmal auf und immer, wenn man hier was ändert, kann man sehen, okay, ich habe jetzt an dem und dem Tag das gemacht, das passte ganz gut, wenn es dann jetzt passt. Und anschließend kann man sagen, okay, ich drehe jetzt mal die Zugstufe, die Druckstufe hier mal ein bisschen hin und her, kann aber immer wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück. Das ist immer wichtig, wenn der dann funktioniert. Sonst ist es ja TF, ne? Druckstufe 1, 2, 3. 13, 14, 14, 14 offen. Jetzt natürlich nicht vergessen, wieder aufzumachen. Weil wenn man mit so einer Zugabe losfährt, ne? Das Ding geht so auf Locke. Zucke, Rebounte. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Federvorspannung. Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ja, es läuft halt nicht so reibungslos, weil, wie ihr auf der Uhr seht, haben wir schon 10 Uhr. Und wir sind ja auch erst seit 7 Uhr dabei. Heute Morgen. Und ja, irgendwann lässt die Konzentration auch mal nach. Aber wir müssen ja fertig werden. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und damit wir auch sicher gehen, dass das auf der anderen Seite genauso ist, zählen wir das jetzt auch nochmal. Weil ich bin, glaube ich, nicht der Erste und es wird sich wahrscheinlich niemand freisprechen, dass er sich schon einmal verzählt hat dabei. Also macht man das dann nochmal und zählt jetzt nochmal bis wie viel? So, Schweingang. Ja, das war auch gut geraten. Ja, das aufpassen, ne? Die Jugend soll ja was lernen, ne? Damit die dann später auch mal bis 10 zählen kann. 1, 2, 10. Boah, genau drauf. Jetzt verrückt. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind ja vorhin rausgefahren. Und wie ich den Leuten ja immer erzähle, guckt darauf an, dass ihr alles fertig habt, alles funktioniert und auch nochmal vergewissert, dass ihr auch alles fest habt. War auch alles fest. Wir haben aber neue Bremsbeläge da reingebaut. Und was passiert mit neuen Bremsbelägen? Kommt mal mit davon. Ich zeig. So. Hier sind ja Riefen drauf. So. Diese Riefen kommen ja von diesen Bremsbelägen. Die müssen sich aber erst miteinander einschleifen. Das heißt also, entweder hat man mit, also ich habe das meistens immer mit neuen Bremsbelägen, die greifen dann hier drauf, haben sich noch nicht eingebremst und haben viel mehr Grip auf einmal, wie man eigentlich haben will. Das weiß man, ich, beziehungsweise ich auch. Nur man muss auch mal dran denken. So, wir haben da also neue Bremsbeläge drauf gemacht. Ich bin dann da hier raus, schön rum. Bremse geht schon, zieh da so ein bisschen dran, alles gut, Gegengerade runter, voll Kapelle, fahr die Gegengerade runter, greif an meinen Bremsmund rein und dieses Ding bremst. Ja, wir schneiden gleich das Video mal rein. Ja, jetzt haben sie Grip. So, dann habe ich noch eben eine Kurve später eben noch die Bremspuppe mal nachgestellt, weil die total nicht da war, wo ich die hin haben wollte. Und dann, jetzt haben wir es aber.
aber wir kriegen jetzt noch einen Fernvorsteller. Das heißt, dass wir von hier sitzt er nachher, ihr müsst das jetzt mal so wirklich vorstellen, hier sitzt ein kleiner Drehknopf und den kann man dann hier durch einen Seilzug, ist das richtig? Ein Bautenzug. Bautenzug, ja, ähnlich. Kann man dann auf dieser Seite den Abstand von dem Bremshebel einstellen. Wie weit der von der Position, wie man die Finger hat, wegstellen. Man kann den natürlich jetzt hier ganz normal ranstellen oder weiter wegstellen, dann ist er weiter weg und näher ran. Sagt dann natürlich jeder, ja, die 2 Zentimeter, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Also das sind Welten, weil ich hier in dem Bereich super viel Gefühl habe, ist der aber hier hinten, kann ich schon nicht mehr so sauber ziehen. Und dann ist das in Schräglage auf der Bremse manchmal so viel, dass ich da fast dann auf der Klappe gehe. Aber das haben wir jetzt. Ich kriege jetzt immer so Zettel, neue Bremsbeläge. Machen wir das hier oben drauf. Das wird sehr geil. Ja, der Jan ist ja heute für mich gefahren. Dementsprechend habe ich ja auch von Jan jetzt die Zeiten übernommen. Das heißt, ich fahre jetzt in Gruppe. Muss ich aber selber gucken. In Gruppe C. Das heißt, mit die langsamste, zweitlangsamste. Ne, ganz so schlecht war es ja nicht. Aber da fahre ich am Morgen früh erst, bis ich dann im Mittag dann wahrscheinlich hochgestuft werde. Also, wenn es morgen regnet, wäre es nicht schlimm. Dann surfen wir da so durch. Das wird auch sehr lustig. Wir machen dann noch mal ein paar schöne Bilder. Und dann kriegt ihr morgen früh mal wieder ein bisschen was zu sehen. Dann würde ich sagen, wir schneiden euch das ganzen Scheiß hier mal zurecht, den wir heute so gemacht haben und gequatscht haben. Und ja, nimmt das alles nicht so ernst. Wir sind ein bisschen müde und quatschen sehr viel Scheiße heute. Ja. Was soll ich sagen? Wir sehen uns morgen. Gute Nacht.